Ihr habt mir ganz oft ein Video geschickt. Und zwar ist das Ganze von Kim Lian. 1,36 Millionen Abonnenten, um mal wieder den Abo-Check zu machen, den ich mir irgendwie so angewöhnt habe hierbei. Ich kenne sie so ein bisschen. Also ich habe das Gesicht schon mal gesehen. Ich glaube, bekannt ist sie eher als so, ich sag jetzt einfach mal, Trash-YouTuberin. Ich kenne aber nicht viel, genau, ich wollte gerade sagen, ich kenne so Wish-Sachen, die sie normalerweise macht. Und wenn wir jetzt voreingenommen, was wir aber niemals machen wollen, in das Video reingehen würden, dann würden wir sagen, ach du Scheiße, jetzt macht die Aquaristik, die macht das bestimmt scheiße und die Tiere müssen drunter leiden, weil die macht ja sonst ganz viel Trash. Aber das machen wir natürlich nicht. Und die Bewertungen sind auch ganz gut. Das muss nicht immer was heißen, aber ich glaube, ganz so schlimm kann es eigentlich gar nicht sein. Und sie, beziehungsweise wir sind noch gar nicht drauf eingegangen, macht anscheinend ein Aquarium. Der Titel nennt sich, ich kaufe 24 Fische und ein Aquarium. Einrichten, Pflanzen einsetzen. Ist jetzt ein bisschen hart, weil normalerweise geht man davon aus, wenn man gerade ein Aquarium einrichtet, Pflanzen einsetzt etc., muss man auch ein bisschen mit den Fischen warten. Ich hoffe, dass das Ganze natürlich über mehrere Tage stattgefunden hat und sie nicht von jetzt auf gleich alles reingepackt hat. Das wäre natürlich ein Fehler, weil natürlich erstmal der Nitrit-Peak entstanden sein muss. Ansonsten entsteht Gift im Aquarium. Das ist schlechtes für die Tiere. Übrigens die längste YouTube-Beschreibung, glaube ich, die ich jemals gesehen habe. Hier ist alles drin. Ich trage im Video die und die Halskette. Meine Produkte, die vorkommen. Hier ein neuer Vlog, ein Staubsaugerroboter mit drin. Hier irgendwelche anderen weiteren Empfehlungen. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine ausführliche Werbung gesehen. Okay, wir gucken jetzt aber endlich mal ins Video rein. Was ist hier denn passiert? Das frage ich mich auch. Ach du Scheiße, Algenexplosion. Das sieht einfach aus, als wäre das Ganze komplett vergammelt, Leute. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe so Angst, dass das alles voll der Fail wird. Hallo, ich bin's, Kim Lian. Hallo. Und heute beginnt das geilste Projekt 2021. Echt? Für alle oder nur für dich? Die mir schon länger folgen, wissen, dass ich absolut abfahre auf Tiere, insbesondere auch Meerestiere. Oh, aber dann ein Süßwasser-Aquarium, okay. Weshalb ich letztes Jahr mit so einem Aufzuchtset Triopse, also solche Urzeitkrebse, gezüchtet habe. Sind Urzeitkrebse offiziell Meerestiere? Ja, schon, sie leben ja im Salzwasser, würde man wahrscheinlich so sagen, ja, ne? Da werden Triopse ja nur ein paar Wochen alt und deshalb dachte ich mir, hey du, Meeres- oder Seebewohner von Fischen über jegliches andere Krabbelzeugs, die können sogar einige viele Jahre leben. Meine Instagram-Story und Vlog-Kanal-Leute wissen schon so ein bisschen Bescheid, worum es geht. Und ich weiß jetzt schon, wer nicht auf Insta dabei ist, hat sich gefragt, oh mein Gott, was ist das da im Hintergrund? Jetzt geht es an die Inneneinrichtung. Tada! Und das ist das Ergebnis. Alle sind aufgeregt. Also da kommt das Aquarium drauf jetzt, ja? Ja, Freunde, so sieht das jetzt von nahem aus. Ich finde, das passt ganz gut zum... Retro-Schrank, der ist eigentlich ganz hübsch. Ein ganz kleines bisschen Sorgen mache ich mir jetzt am Anfang um die Füße. Die sehen nicht so aus, als würden die so viel tragen. Leute, ihr habt es im Titel gelesen. Es wird ein Aquarium in mein Zimmer hier kommen. Und zwar nicht irgend so ein kleines Pupsi-Becken, sondern ein richtig großes, Leute. 180 Liter, so wie es aussieht, oder? Richtig groß ist es jetzt auch übertrieben. Alle haben sich schon bei mir beschwert, dass ich zum XXL-Aquarium mit 400 Litern XXL-Aquarium gesagt habe. Dann ist 180, aber ist recht kein großes. Aber jetzt auch nicht super klein. Wahnsinn. Schaut, wie riesig dieses Aquarium sein wird. Tada! Der erste Schritt ist getan. Das da oben hält auch easy die Katzen aus. Also die können dann da das warme Licht genießen, wenn die Strahler an sind. Alles Gute zu Weihnachten. Dankeschön. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, oder wie? Ich hoffe mal, da ist so eine Matte drunter. Das wäre, glaube ich, für den Schrank, glaube ich, ein bisschen besser. Das hier ist übrigens der Gutschein, den ich zu Weihnachten gekriegt habe. Das ist nämlich ein Weihnachtsgeschenk. Da wurde einfach hier diese Ecke fotografiert und das dann als Suchbild quasi gestaltet. Mhm. Oh, kreativ. Und da war dann letztendlich die Antwort, was das Geschenk ist. Wir lieben kreative Männer. Das wird so cool und morgen, wenn wir die Fische anschauen, da freue ich mich auch. Moment, erstmal einrichten. Okay, ich merke jetzt schon, das wird die schwerste Entscheidung meines Lebens. Oh, jetzt würde mich mal direkt interessieren, wo sie da ist. Also da gibt es tatsächlich auch mehr Wasser, ist ja nicht die Regel. Erstens mal natürlich, ob ich süß oder Salzwasserfische nehme. Dafür hast du, glaube ich, jetzt schon nicht eigentlich so richtig das das geeignete Aquarium für Meerwasser. So wie mir das vom ganzen Aufbau und der Beleuchtung und auch mit dem Technik-Ding so aussah, ist es eher ein Süßwasser. Es ist erstmal eher ein Süßwasser-Aquarium. Das ist nämlich die größte Entscheidung, vor der ich stehe. Guckt mal, wie lustig hier rausschaut. Hallo. Oh, guckt mal, das sieht doch aus wie Nemo, nur ist er in schwarze Tinte gefallen. Ah, sie ist Österreicherin, glaube ich, habe ich gerade rausgehört, oder? Gefallen. Oh, krass.
Butzerganeli. Der besteht einfach nur aus lauter kleinen Füßchen und sowas. Und das sieht irgendwie auch angriffslustig aus. Also, hallo? Hallo, chill mal. Ihr wollt ihn putzen? Oh, Kofferfisch. Das ist ja nicht mehr normal. Das sieht doch wirklich 1:1 wie aus einem Pixar-Film aus, oder? Der hat keine Flosse hinten. Hä? Ah, doch, jetzt. Oh mein Gott, bist du süß. Ja, der tanzt den Zerr. Wo wurde Manni, glaube ich, Garnele, ne? Nach langer Überlegungszeit denke ich, dass ich mit den Süßwasserfischen gehen werde. So geil. Sie guckt sich die ganze Zeit Meerwasserfische an, sagt, oh, guck mal, wie geil der und wie süß ist der denn und der ist ja mega geil. Ich habe mich für Süßwasser entschieden. Okay. A, weil ich sie schon aus meiner Kindheit kenne und liebe. Und B, weil Salzwasser einfach hundertfach teurer ist, gefühlt. Anyways, wir nehmen jetzt sowieso erstmal die Pflanzen. Hm? Okay. Die Kim Lian, die ist knapp bei Kasse, glaube ich. Da muss das Süßwasser werden. Das ist die Entscheidung. Ich glaube, die bessere Entscheidung ist es vor allen Dingen, in dem Fall Süßwasser zu nehmen, weil es als Einsteiger schon ist ein bisschen einsteigerfreundlich. Weil die müssen verwurzeln, damit die Fische die dann nicht rausrupfen und die Wasserwerte müssen sich erst mit dem Bodengrund so ein bisschen bilden, bevor da überhaupt Fische rein können. Sehr so, gut. Das dürfte jetzt in der ersten Beratungsrunde alles mit. Und der liebe Aquaristikmensch war... Drachenstein, glaube ich, heißt das, ne? War so nett und Dragonstone. Hat uns ganz viel mitgegeben, um das einfach mal hier so zu drapieren und zu gucken, wie es uns gefällt. Wieso ist denn da schon so 2 Zentimeter Wasser drin? Guckt, wie toll das schon aussieht. Ja, ist perfekt. Kann man so lassen. Ich mache auch die ganze Zeit so lustige Geräusche. Hört ihr das? Stimmt. Als nächstes folgt unsere Riesenwurzel. Ich finde, das sieht saugeil aus. Und hier kommt jetzt unser Soil rein. Oh, Aquascaping. Oha, sogar das ADA Amazonas, glaube ich, was extrem viel Nährstoffe drin hat. Haben wir schon im Anfangsintro gesehen. Klar, wer kennt's nicht, das Anfangsintro. Dass das in die Richtung Algen ging. Weil, wenn du natürlich zu viele Nährstoffe mit reinbringst, dann brauchst du auch viele Pflanzen, die die Nährstoffe verwerten. Und so wie das am Anfang ausgesehen hat, kamen die nicht mehr dazu. Da will ich unbedingt Sand haben. Und ihr seht hier schon, der ist ein bisschen heller als der herkömmliche Sand. Denn ich möchte hier eventuell ein bisschen Karibik-Feeling erzeugen. Wie so ein kleiner Zen-Garten. Das Ding ist, es war halt immer mein großes Hobby als Kind. Okay, ja, den Sand hätte ich auf jeden Fall vorher ausgewaschen. Die Steine hätte ich jetzt auch vorher abgewaschen. Ist jetzt wahrscheinlich nichts super Schlimmes oder so, aber es wird natürlich sehr trüb am Anfang deswegen. Ne? Aquarium zu pflegen und zu hegen, das macht mich sehr glücklich. Das ist der Leitsoil. Okay, immerhin. Seid ihr bereit, Wasser reinzulassen? Wir haben jetzt hier extra einen Teller installiert, damit das nicht der feste Strahl da gleich alles durcheinander wirbelt, weil dann ist unsere ganze Ordnung umsonst gewesen. Ich hoffe, dass der Boden da nicht gleich... Ja, professionell mit so einem richtigen Kopf auf dem Schlauch drauf. Schon fortschrittlicher, als ich das immer mache. Von Schwimmen. Oh, da schwimmen sie schon. So geht's aber nicht. Recht und Ordnung. So, das dauert jetzt, glaube ich, ein bisschen. Ich alter Aquarium. Okay. Ich hätte jetzt vorher die Pflanzen reingesetzt, bevor ich jetzt das Aquarium komplett gefüllt hätte. Sehr gutes Standbild auch an der Stelle, muss man dazu sagen. Ja, nee, da bleibe ich dabei. Ich hätte erstmal mich um die Pflanzen gekümmert. Kommen wir auch schon zu den ersten Einwohnern, nämlich unseren Pflänzchen. Das hätte ich vorher gemacht. Jetzt sind wir jetzt an für die erste Operation. Jawohl. Diese langen roten haben wir, um den Filter da hinten zu kaschieren, weil der jetzt nicht super schön ist. Es werde Licht. Juhu! Pflanzen, wie cool. Das habe ich vorhin blind gemacht. Wir haben jetzt einen Deckel draufgesetzt, damit man endlich mal hier was sieht. Geil! Guckt euch dieses nice Ergebnis an. Okay, Freunde, das Holz schwimmt. Das muss ich... Aha, ja, da stimmt. Da hätten wir auch noch dran denken können, ne? Das Holz, ja, das schwimmt, die Wurzel. Die hätte man noch beschweren müssen. Erst sozusagen ansaufen, bevor das dann runterfällt. Ich glaube, da kannst das du heißt, lange warten. Ich pflanze jetzt einfach mal diese Pflanzen hier auf gut Glück ein. Und 3 Tage später hält es! Oh, echt? Okay, krass. So, Freunde, wir haben jetzt eben einen kleinen Wasserwechsel gemacht. Wir müssen jetzt auch diese Filterfliese tauschen. Und das sieht auf den ersten Moment relativ normal aus. Aber nur so lange, wie du weißt, dass dieses Filtervlies hier eigentlich weiß sein sollte. So viel Zeug hat das da aus dem Wasser rausgefiltert. Beste Leben, dass wir einen Gartenschlauch haben von draußen. Einziges. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt, wenn es nicht unbedingt von der Pumpenleistung her nötig gewesen wäre, hätte ich es gar nicht getauscht. Das ist halt Bakteriensiedlungsfläche. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt rausgenommen. Problem ist,
dass ich da auch immer den Schmutz mit reinnehme. Aber das ist kein Problem, denn ich habe unseren wunderschönen Roborock S7. Der kümmert sich jetzt gleich um das alles und putzt dann... Man kennt ihn, Alonso. Oh mein Gott. Guckt mal. Wir haben einfach die ersten Einwohner. Blasenschnecken. Direkt Puffy holen, der frisst sie alle weg. Wie kommen die daher? Da müssen wohl Eier an irgendwelchen Pflanzen oder so gehangen sein und die sind einfach bisher unerkannt durchs Aquarium gekreucht und gefleucht. Nee, da waren einfach direkt fertige Schnecken. So schnell werden die nicht so groß. Es sei denn, es ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr vergangen, aber das sieht man nicht danach aus. Das Lustige ist, wir haben uns noch so gedacht, warum liegen hier überall so kleine Würstchen? Und dann waren es auf einmal diese Schneckileins. Also Leute, jetzt werden sie halt richtig crazy. Was ist das denn hier? Also was praktizieren die da bitte? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Die schweben, also die schwimmen im Wasser teilweise. Also was ist das da, was die da machen? Ich verstehe auch gar nicht, wie das überhaupt physikalisch möglich ist. Die schweben da einfach zusammen in der Luft. Ich komme überhaupt nicht klar. Das ist leidenschaftlich. Habe ich auch schon gehabt. Jede Liebesszene, ey. Moin, 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 Freunde. Ich bin top motiviert. Ich gebe mir jetzt mein Sportprogramm. Rili ist auch da. Was ist hier denn passiert? Ja, wahrscheinlich nicht gescriptet, oder? Das steht mitten im Aquarium und von jetzt auf gleich sieht's auf einmal so aus. Okay. Das ist alles voller Algen. Wie kann das über Nacht einfach derart explodieren? Ja, aber das ist doch jetzt nicht über Nacht passiert. Da waren schon ein paar Tage dazwischen, da waren erstmal grüne Aufwüchse. Dann wurde das ein bisschen mehr. Das kann man jetzt hier nicht erzählen, dass das in 24 Stunden passiert ist. Sieht einfach aus, als wäre das Ganze komplett vergammelt, Leute. Wie süß. Ich glaube, wir nennen sie übrigens Ursula, so wie die von Ariel. Aber diese ekelhaften Algen. Leute, ich kann es nicht glauben. Ich drehe hier, by the way, gerade ein Video. Ich verrate endlich, ob ich einen Freund habe. Oh, da freuen wir uns aber drauf, auf die Info. Ja, hätte sie natürlich, also natürlich ist das klar, am Anfang Einfahrphase und so weiter, dass da immer Algen entstehen und so kennen wir ja alles. Aber je mehr Pflanzen man einsetzt, die Nährstoffe aus dem Wasser ziehen, man kann sogar am Anfang, wenn man es jetzt auf ganz high professional machen will, auch Aktivkohle einsetzen, die alles rausziehen, alle Nährstoffe aus dem Wasser, damit nicht zu viel drin ist und dann die Algen davon profitieren. Aber es sind einfach vor allen Dingen deutlich zu wenig Pflanzen drin, wenn man auch generell Zollboden drin hat. Ja, es ist anscheinend der Leitboden, aber auch der Leitboden ist ja nicht nährstofffrei oder so. Und selbst dafür sind es einfach zu wenig Pflanzen. Dieser kleine Schneckenpups freut sich auch. Es geht wirklich die ganze Zeit um die kleine Schnecki, ne? Ja. Das Aquarium ist einfach wieder komplett klar. Wie befriedigend ist das bitte? Ich finde es total unbefriedigend, dass sie gar nicht sagt, wie viele Tage dazwischen sind. Das würde mich mal richtig krass interessieren. Was ist denn das da für eine Tablette? Und das ist ja komplett weg, das ganze Grün. Aber das hat die schon abgeschrubbt ein bisschen. Oder ist das wirklich komplett von alleine passiert? Aber alles diesen Lifesavern hier zu verdanken. Ich habe nur 3 reingemacht. Man sollte eigentlich bei akutem Befall 9 reinmachen. Aber wir sind ja hier auch noch am Anfang. Und deshalb wollte ich das nicht gleich überstrapazieren. Um das Problem zu... Das sind Tabletten gegen Algen? Da habe ich auch noch nie von gehört. Noch nie eingesetzt. Und ganz tolle weitere Neuigkeiten. Seht ihr es? Wir kriegen neue Schneckenbabys. Gegen Schneckenbaby-Nachwuchs. Oh, guck mal, was hier langläuft. Seht ihr hier den kleinen Wurm? Das sieht mir schwer nach so einem Strudel, nach so einer mit diesem Dreieckskopf. Oh oh, da ist die erste Gefahr. Ich hoffe, es kommen keine Garnelen rein, denn die Dinger können Garnelen killen. Wie heißt sie denn nochmal? Ich hab gerade nicht mehr im Kopf. Und so langsam könnte mich Kalle nennen, den 57-jährigen Aquarianer. Wirklich, ich habe im Aquarienladen und im Zoofachhandel und überall, wo ich jetzt war, so viele Leute gesehen, die sich dafür interessieren und einfach alles waren ältere Männer. Da haben wir ein Hobby auf jeden Fall gemeinsam. Ihr wisst was, jüdisch. Und ja, jetzt. Stimmt, voll gut. Nee, Hydra ist was anderes. Hydra ist doch diese kleine... Wieso mit so Polypen? Die kann sich nicht so schnell bewegen. Ist ja nicht so wurmartig. Es sei denn, ich habe gerade was komplett... Nein, die heißt doch irgendwie anders. Ich denke mal an Planaria, aber ist es eine Planaria? Wahrscheinlich schon. Boah, ich bin so im Meerwasser gerade drin, dass ich das gar nicht mehr... Weil die Planarien im Meerwasser ein bisschen anders aussehen. Aber die heißen ja auch nicht Planarien, sondern die heißen da Turbularien. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es echt cool, dass sie als Frau auch ein Aquarium macht. Stimmt, weil das eher die Seltenheit ist. Finde ich gut. Wir reinigen das Aquarium, Klappe, die 596. So langsam muss ich echt sagen, gehen mir diese Schnecken auf den Sack, ey. Die zerkacken mir hier meine ganze schöne weiße Bahamas-Beach-Ästhetik. Das ist das Problem an so feinem Sand. Da liegt dann nachher alles oben drauf. Eigentlich ist das gut, dass die Schnecken kacken. Das ist Biologie. Gibt nichts dagegen zu sagen, dass die Schnecken da reinkacken. Das ist tipptopp. Aber das ist das Problem von so feinem Sand. Den muss man immer sauber machen. Deswegen gerne Komplett-Soil, der auch noch viele Bakterien beinhaltet, die das wiederum verarbeiten alles und so weiter. Dann muss man nicht ganz so viel den Boden immer ab
saugen und so. Also man müsste das wirklich so gut wie jeden Tag reinigen. Und wisst ihr, was deshalb passieren wird? Wir werden den Boden weniger hell anlegen und das Ganze so ein bisschen abmixen mit was Dunklerem. Man sieht schon, es haben die ein oder anderen Schneckchen hingekackt, aber durch diese schwarzen Partikel wird das viel besser kaschiert. Das stimmt. Jetzt ist der Tag der Tage. Heute kriege ich endlich meine Mitbewohner. Im Vergleich zu vorher ist es schon echt jetzt richtig wohnlich hier. Wenn da jetzt noch CO2 drin wäre, dann würden die Pflanzen noch ganz anders aussehen. Aber es ist ja noch gut, dass Gras auch mittlerweile angewachsen ist. Ja, sieht aber schon ganz gut aus. Und der pH-Wert ist auch perfekt. Den haben wir extra nochmal gecheckt. Schlauer wäre es noch gewesen, das Nitrit zu überprüfen und den Nitritpeak, gerade wenn es um Fische geht. Und wir wissen jetzt nicht die zeitliche Reihenfolge, also wie lange das jetzt alles schon steht und so weiter. Also nicht ausschließlich auf, ist gut, den pH-Wert auch mal zu messen. Aber wichtig wäre natürlich eher Nitrit und gucken, dass das durch ist, dass der Peak erreicht ist, dass wieder runtergeht, dass die ganze Nitrifikationskette, Ammoniumnitrit, Nitrat und so weiter dann funktioniert, weil Nitrit Nervengift ist und schlecht für Fische. Und das ist das Prio Nummer 1 beim vorm Fische einsetzen, das zu checken. Muss ich mich entscheiden, welche Bewohner hier einziehen. Wir gehen jetzt gleich wieder in die Zoohandlung und dann lasse ich mich nochmal ordentlich. Aber sie hat keinen Dünger reingetan. Also erstmal zählt der CO2 auch als Dünger. Und wie gesagt, sie hat Boden drin, der sowieso auch ein paar Nährstoffe beinhaltet. Das reicht für die ersten 3 Monate locker, gerade bei dem geringen kleinen Besatz. Wir fangen mit super süßen Fröschchen an. Ach du Scheiße, okay. Der mir flüchtet. Ich bin so aufgeregt, ich liebe das. Frösche, okay. Kenne ich mich gar nicht mit aus. Also, mit wem man die am besten zusammensetzt und so. We are back home. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Fische es geworden sind. Ich freue mich so. Ich musste mich gerade dort so zusammenreißen, dass ich nicht die ganze Zeit schreie vor Freude. Unsere Neonsalmler. Die stellen wir rein. Und dann schneiden wir überall hier rein und füllen ein bisschen von meinem Aquarienwasser rein, damit sich die Fische einfach an... Das ist aber viel. Das ist aber ein schnelles Angewöhnen. Na gut. Da muss man hier oben direkt zuhalten, sonst springen die raus. Oh mein Gott, wie süß, wie er erstarrt ist und die ersten kleinen Schwimmbewegungen macht. Ich finde das Aquarium, also ich hätte es natürlich viel mehr bepflanzt und sowas alles, ne? Aber ich finde, es sind wenig Dinge dabei, die mir so gar nicht gefallen. Also was ich immer nicht so persönlich mag, ist halt hier diese Blende unten, das dunkel verklebte, die große Blende oben drauf und so weiter. Das ist jetzt vielleicht nicht so meins. Aber, dass hier so ein getrennter Bereich ist, so mit Säul und dann mit diesem Drachenstein so ein bisschen abgegrenzt und dass hier vorne so Sand ist und so und dass auch keine Rückfolie drin ist, sondern dass man wirklich durchgucken kann im Raum und so, macht, finde ich, immer so einen super clean Look. Und ich finde, das sieht wirklich extrem gepflegt aus. Also es macht wirklich einen Eindruck, als würde sie sich da wirklich sehr drum bemühen, die Scheiben sauber zu halten und so weiter. Ist jetzt fürs Aquarium nichts Wichtiges, also das juckt jetzt die Tiere nicht. Im Gegenteil, wenn man das da zuwuchern lassen würde, würden die sich wahrscheinlich mehr drum freuen. Hauptsache man macht die Wasserwechsel und füttert auch nicht zu viel, aber regelmäßig. Aber es sieht trotzdem, finde ich, sehr gepflegt aus. Also sie scheint wirklich sich da zu bemühen, dass das einen guten Eindruck macht. Leute, schreibt mir unbedingt mal Namen für die beiden in die Kommentare. Das sind nämlich unsere Main Actors. Als nächstes kommen... Ja, die beiden Frösche könnten heißen Torben und... Neons. 2, 4, 6... Wie können die heißen? Schreib es in den Chat. 8, 10, 12. Leute, ich freue mich so. Oh. Das ist unglaublich. Oh, davon wird es bald viele geben. Ich sehe schon das nächste Video. Meine Fische bekommen Babys. Ich würde sagen, das ist der beste Start für dieses ganze Projekt. Und es kommen noch ganz viele weitere Fische dazu. Es sieht noch so ein bisschen leer aus, aber es ist immer gut, wenn man die so stückweise holt und sich erstmal die hier ansiedeln. Und die größeren dürfen erst nachrücken, weil sonst würden die das, wenn die ganz alleine wären, von Anfang an komplett für sich beanspruchen. Und das geht natürlich gar nicht. Ich fühle mich gerade wieder... Sie meint, es werden noch größere reinkommen, aber erst später, oder wie? Damals mit 8 Jahren, Leute, ich bin so glücklich. Frogge und Frieda, machen wir. Frogge und Frieda, so heißen sie. Wenn dich interessiert, wie sie sich eingewöhnen und immer wieder Einblicke zu kriegen, dann schau unbedingt in meinen Insta-Stories vorbei. Hatte selber auch keine Frösche, habe aber in Büchern schon öfter gelesen, dass Zwergkrallenfrösche mit kleinen, ruhigen Salmlern gehalten werden können. Wir werden es sehen. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich jetzt ganz gut. Also klar, man hätte jetzt so ein paar Sachen anders machen können, aber es ist halt alles keine Pflicht. So, also man muss nicht zwangsläufig, glaube ich, die Steine sauber machen. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wo die herkommen und ob die vielleicht schon mal sauber gemacht wurden. Man muss nicht, also den Sand unbedingt sauber machen, ist natürlich immer alles entspannter. Sind ein paar Tipps, sage ich mal, genau wie die Wurzel halt einfach
irgendwo drauf festzubinden, damit die direkt unten bleibt, oder die Pflanzen einsetzen, bevor das Wasser reinkommt, weil es einfach einfacher ist, aber ist ja alles nichts Wichtiges oder so. Ich fand es ganz cool. Ich hoffe, dass es mit der Reihenfolge auch wirklich alles so gepasst hat, dass genug Tage dazwischen waren, dass dann die Triebpeak schon erreicht wurde und so. Ich hätte mich darüber jetzt gefreut, wenn ein bisschen mehr aufgeklärt worden wäre, im Sinne von, wenn ihr sowas auch zu Hause macht, dann achtet darauf, dass ihr das Nitrit misst und so weiter und so fort. Dass man da ein bisschen aufklärt, anstatt dass jetzt irgendwer das nachmacht und eigentlich noch gar keine Ahnung von der Materie hat. Das war zumindest immer so ein bisschen mein Anliegen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer darauf hoffen, dass es irgendwelche Zoofachgeschäfte da draußen gibt, oder dass es generell Zoofachgeschäfte da draußen gibt, die sich dann darum kümmern, dass, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne ein Aquarium, dass die dann auch dementsprechend beraten und Bescheid sagen. Gibt es das überall? Nein. Kann man sich darauf verlassen? Leider nicht. Deswegen hätte ich es persönlich gerne mit dazu gesagt, aber ansonsten fand ich es doch ein nettes Video. War doch cool.